Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Vorab, vor der Aufgabe, vor 15 Uhr möchte ich euch kurz mal zwei Locations zeigen, wo ihr die Emotes setzen könnt und sollt. Dafür gibt es, wie gesagt, zwei Locations. Springen wir mal gleich hin. Die erste kennt ihr, glaube ich, schon, weil das ist ja, ich würde sagen, die Hauptlocation, wenn es um die Musik hier geht. Also das kann natürlich sein, dass Rave Cave in irgendeiner Form auch noch eine Rolle spielt, aber ich glaube, das hier sollte schon reichen. Wenn nicht, schicke ich euch nochmal ein Update-Video hoch, aber das hier wird die erste Werbetanzfläche, die erste gesponserte Tanzfläche sein, wo du ein Emote setzt. Was du da für ein Emote setzt, spielt gar keine Rolle. Also du könntest jetzt hier auch ein Spray setzen oder irgendetwas anderes machen oder hier irgendwie mit einem Fahrzeug ranfahren, all das würde schon zählen, ist kein Problem. Entweder ihr macht das hier und müsst dann einfach noch mal ein Stück weitergehen und noch eins machen, weil insgesamt müssten es zwei sein, wenn ich das so richtig gelesen habe. Es gibt aber auch noch eine weitere kleine Tanzfläche und die möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen als Alternative zu dieser ersten hier. Ich bin da schon auf dem Weg auch hin. Vielleicht kennt ihr sie auch schon, aber ich will sie einfach noch mal zeigen. Wir haben ja etwas Zeit. Zack, zack, zack. Und schwupp, hier seht ihr sie schon. Ich markiere es auch gleich nochmal. Hier haben wir nämlich noch eine weitere Tanzfläche. Hier kann man auch ein Emote durchführen. Das war es dann im Prinzip schon gewesen. Das müsste ausreichen. Das ist die Aufgabe dann ab 15 Uhr. Nochmal, wenn es nicht funktioniert, dann lade ich gerne nochmal ein Update hoch. Aber ich möchte euch auch einfach, wie gesagt, die zwei Locations gezeigt haben. Weil ihr wisst ja, Fortnite verbuggt manchmal die eine oder andere Aufgabe. Kann ja durchaus sein, dass dann da was nicht hinhaut. Also hier habt ihr eine riesen Plattform. Okay, und hier etwas weiter unten am Strand habt ihr noch mal eine kleine Plattform, wo man tanzen kann. Das sind zwei Tanzflächen. Und ansonsten ja, wäre alternativ vielleicht noch irgendwas am Loot Lake los, weiß jetzt nicht, kann ich mir kaum vorstellen. Oder auch in Rave Cave, auch da gibt es ja eine große Tanzfläche. Ob die funktioniert alternativ, keine Ahnung. Aber das hier ist ja unsere Hauptlocation, sage ich mal, wenn es jetzt um diesen No Sweat Summer geht. Kann ich mir also gut vorstellen, die beiden sollten das in der Regel sein. Wenn es passt, Abo und Like wäre nice. Schaut mal auf dem Discord vorbei, schaut mal auf Twitch vorbei, auf Twitter, auf Instagram. Überall könnt ihr mal ein Like und ein Abo reinhauen. Also weiterhin viel Spaß noch und einen angenehmen Restsonntag. Bis dann. Ciao, ciao.